Was geht ab, meine Z-Fighter Osiri, und heute gibt es die Dragon Ball Legends Summon zu Gott Vegeta. Ich bin spät dran, aber lieber später als nie, sage ich mal. Indem ihr das ganze Video ansieht, sind die 999 Siegkräfte der Discord für Gott Vegeta schon offline. Ich habe das wirklich auf den letzten Drücker noch gemacht. Bevor ich hier quasi rübergehe zu den Summons, wollte ich nochmal kurz sagen, wir haben da wirklich in den Summons selbst über die Animationen diskutiert. Im Endeffekt haben wir uns da quasi verharrt, dass quasi in der letzten Zeit in den Community oft gesagt wurde, dass wenn die neue Animation kommt, Bardock zum Beispiel, Bardock-Animation oder Trunks-Animation, dann du auf jeden Fall, da hast du eine Garantie, dass du den neuesten Charakter bekommst aus dem Banner. Das aber nur dafür eine Garantie, weil im Video selbst könnte es vielleicht ein bisschen wirrwarr sein, da haben wir ein bisschen hin und her oder ich habe hin und her spekuliert, tralala gesagt. Im Endeffekt, Freunde, geben die neuen Animationen Bardock und Trunks quasi garantieren die einen der neuesten Charaktere. In Vegetas Fall wäre das dann natürlich Vegeta, weil er der neueste Charakter im Banner ist. Aber natürlich kann auch Gott Vegeta aus jeder anderen Animation folgen, Freunde. Wie gesagt, damit es nur klargestellt wurde. Und viel Spaß bei den Summons. Was glaubt man, Z-Fighter Osiri? Und was ist das? Den Witz habe ich gerade tausendmal gemacht im Stream. Aber ja, Dragon Ball Legends, Freunde, gab es einige Zeiten nicht. Ich habe Dragon Ball Legends gespielt, also ich habe damit nie aufgehört, aber eher passiv in der letzten Zeit, weil andere Sachen Priorität hatten, sage ich mal. Ich habe den letzten Banner kaum gesammelt, es gab auch vorher also kaum was zu tun. Ich habe zwar passiv gespielt, aber umso besser unser Comeback mit dem Gott Vegeta. Bin auf jeden Fall gewillt für ihn zu summonen jetzt. Und dann habe ich jetzt quasi auch wieder mehr Zeit für Legends auch wieder das aktiver zu spielen. Heißt, Legends Con, es gibt es immer noch, wird es noch geben, Freunde. Nicht wundern. Die Sache ist, ey, lieben Dank für die 2 Euro. Was geht ab? Dankeschön. Ehrenmann. Vielen Dank für die 2 Euro, mein Boy. Die Sache ist die, ich bin leider ein wenig spät dran. Wir sind im Livestream. Vielen Dank, dass ihr alle reinguckt im Livestream. Ihr werdet das auf YouTube auch im Upload sehen. Wenn ihr das im YouTube-Upload seht, dann ist der Discount hier schon weg. Mit den 999 Siegkräften für einen Gott Vegeta. Ich bin leider spät dran. Ich habe auf meine Crystals gewartet. Ihr seht, wir haben auch 10.000 Crystals. Ich weiß aber nicht, ob ich alle raushauen werde. Ich will auf jeden Fall, ich hätte gerne einen Gott Vegeta. 5 Pots. Aber mit den Siegkräften, wenn er noch in Zeit noch kommt, dann ist auf was? 4 Sterne oder so. Wir schauen einfach mal, Freunde. Und hier sieht schon mal gut aus. Es sieht schon mal gut aus. Ich hoffe jetzt einfach nur. Ja, aber ein Sparking haben wir direkt am Anfang. Was geht's? Okay. Was? Also wäre geil, wenn es ein Comeback im ersten Multi das direkt droppt. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil wir kennen das, auf dem PC ist das Ganze, wegen Android-System, dass es abstürzt. Ich hoffe, alles läuft clean. Ein Sparking haben wir. Dritter Mut, die Ansage, sagt jemand. Mordlock, Kollegen, danke für das Subscribe, was geht ab? Ich habe es ganz kurz ausgeblendet, ich blende es mal ganz kurz ein. Marboy, vielen Dank dafür. Freunde, wisst ihr noch, allererste Legends Stream war für den, da sind wir auch mit 10.000 Crystals rein und wir haben nur Pycorns gezogen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Und jetzt droppt der Penner einfach. Ich will den gar nicht mehr, um echt zu sein. Aber könnt ihr euch noch daran erinnern, allererste Legends Stream, da wollte ich 10.000 Crystals hatten wir, glaube ich, auch. Oder sind wir im Endeffekt deep gegangen. Und da haben wir nur ein Spartan Pycorn gezogen. Und jetzt droppt der einfach, keiner weiß. Ja, wir machen einfach mal weiter, wie gesagt, Freunde, wir machen einfach weiter. Die Sache ist, was ich, was viele gesagt haben in der Community, wenn die in eines der neuen Animationen kommt, beziehungsweise um es genau zu sagen, Bardock oder Trunks, dann ist das der neue Charakter aus dem Banner. Und bei vielen war das der Fall. Ich weiß nicht, also ich habe in letzter Zeit nicht drauf geachtet beim Summon, aber wenn dem so ist, wieder 5 Pots, oder waren das sogar ein bisschen mehr? Genau diesen Multi-Drop, da gucken wir mal. Hab 5 Sums gemacht und nur Pycorn gezogen. Ey, ich will Pycorn nicht sehen. Pycorn ist ja auch drin. Das ist das Traurige. Pycorn ist auch drin. Hab 5 Sums gemacht und nur. Alter, schon wieder ein zweiten Charakter mit derselben Animation. Du wirst 1924 was ziehen. Schauen wir mal. Hör auf, du bist ein falscher Banner. Hört auf, bitte. Das letzte Legends-Video war von Cooler. Da war ich im falschen Banner. Hört auf, bitte. Ich war nicht im falschen Banner, ich war ganz oben. Ey. Ich hab noch ein Trauma von Cooler. Ihr werdet heulen. Wisst ihr, ich hab den so oft gezogen. Ich hab den zu oft gezogen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich 6. oder so. Ich hab, by the way, auch Cooler, aber auch gezogen aus den Dailies. Oh! Oh, Mau!
Das gestört ist auch, dass ja halt Broly drin ist. Aber sowohl Gotku und Broly sind bei mir auf 5-Star, glaube ich, mindestens. Also die habe ich wirklich gut gezogen. Dieser Gotku ist richtig gestört. Wer hat eine Grenzüberwindung? Ah, der. Oh, Déjà-vu, GG, wie ich das gecallt habe. Was hat er gecallt? Das war der zweite Multi. Gotku ist bei mir 5 Sterne. Der ist, ich habe den so richtig oft gezogen. Also wirklich. Und den Boy? Der ist auch 5 Sterne, richtig geil. Ich bin im... Wartet mal. Ich war hier die ganze Zeit. Ja, ich war hier. Hört auf, mich zu verarschen. Aber hey, bis jetzt schon 3 Sparkings. Hört auf, Freunde, bitte. Aber ich habe by the way, aus den Dailies wirklich viel gezogen. Genau. Boss, die CC bestellt aus die Infos in der Beschreibung. Dort, wo ich es immer hole, Freunde. Die Links in der Beschreibung oder ausgezeichnet Gemshop hier im Twitch-Channel. Auf Ansagen kommt PyCorn, hör auf. Futter Mutti wiederkommen. Zamasu ein bisschen. Zamasu habe ich auch gezogen, Freunde. Ihr werdet heulen, aber aus den Dailies habe ich übel viel gezogen. Ich habe Kula gezogen, Zamasu gezogen. Ich habe zweimal Kalifla gezogen. Kale habe ich gezogen. Also, ja, obwohl ich es passiv gespielt habe, hatte ich trotzdem richtig viel Glück auf jeden Fall. Genau, das Future-Team ist eigentlich ziemlich gut geworden mit den neuen Units. Das Godkey-Team soll auch gut geworden sein. Ne? 1920, warte, einer hat 1924 gesagt, ne? Don't forget Group Summon. Haris, mach mal im nächsten. Gut, dass du es gesagt hast. Vorhin der nächste Mutti wird ein Group Summon sein. Legends, bitte hören Sie auf. Bitte Gott, Vegeta. Machen wir jetzt ein Group Summon draus. Bei dem Spiel eurer Wahl. Ihr wisst, wie das Ganze läuft, Freunde. Macht euch gleich bereit. Sei es auf Twitch oder im Stream-Upload auf YouTube. Ihr könnt mich gerne wissen, was ihr gezogen habt. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Glück. Hoffentlich könnt ihr was pullen. Leider, wenn ihr das auf YouTube seht, sind die 999 Siegkräfte offline für Vegeta. Dennoch hoffe ich, ihr zieht aus dem Daily oder sowas. Wenn das Ganze jetzt ein wenig late. Okay, wir haben nur Namek. Zerstört Namek und Super Saiyan. Ich zähle gleich runter, Freunde. Jetzt kommt ein Gott Vegeta, glaubt mir. Hoffentlich. 3, 2, 1! Die ersten zwei Multis waren geil. Jetzt hatten wir zwei Cooldowns, so keine Sparkings. Schauen wir mal, wie das Ganze verlaufen wird. Ich hoffe es. In Legends kann es schnell gehen. Dass man aus 10k Crystals. Also, wir haben gut gezogen, bei allem Respekt. Wie gesagt, ihr wisst es, Freunde. Ich beschwere mich da nicht, aber. Ich, im Endeffekt den 9. Es kann wirklich sein, dass man aus 10.000 Crystals nicht Vegeta zieht. Das ist nicht unüblich bei In-Legends. Habt den Vegeta auf 5 Sterne und eine Sache reicht, um es zu beschreiben. Oh, wow. 5 Sternchen auch gern. BD. No Heroes. Wenn nichts dazwischen kommt, ich merk's mir auf jeden Fall, Mann. Thales ist auch krank geworden nach seinem Buff, richtig? Das habe ich auch mitbekommen. Jetzt kommt Broly. Ich höre mal auf deinem Callboy und klicke direkt drauf. 5. Multi. Oh mein Gott, wir gehen aus dem Group zusammen. Gratuliere dir. Sehr schön. Hashtag Streamlack. Jetzt kommt er. Schauen wir mal. Meinst du, es wird bei Lens irgendwann auch mal sowas wie Alice geben? Ah, weiß ich nicht. Vielleicht, aber ich glaube nicht in nächster Zeit. Die coole Sache ist, Freunde, wenn ich irgendeinen... Oh, ein Sparking. Der fliegt vorbei. Die Sache ist, vielleicht habt ihr es gesehen in den Nachrichten. Legends, irgendwas, im Endeffekt, oh, goldene Schrift. Im Endeffekt habt ihr es in der Nachricht vielleicht gesehen. Es wird ein Event ablaufen. Ich glaube Anfang März, über gewisse Tage könnt ihr online spielen. Die Charaktere werden alle auf demselben Level gesetzt und dort könnt ihr Punkte sammeln. Und ich weiß gerade nicht die genaue Zahl. Ich habe euch doch vorhin gesagt, die neuen Animationen geben garantiert den neuen Charakter. Also neuen Animationen Trunks und Bardock. Ich habe da legit das Gefühl, dass es nur noch das ist. Ich habe das bei den anderen nicht beobachtet, bei denen ich Videos gesehen habe. Was ich aber beobachten konnte, war, dass aus den neuen Animationen wirklich der neue Charakter kam. Alter, hör doch auf! Ich will dich nicht mehr! Ich will dich nicht mehr! Legends Battle Royale, richtig. Die Sache ist, seien es 15, 16 Spieler weltweit, wären dann quasi die am höchsten Punktzahl erreicht haben aus diesem Legends Battle Royale, die wären dann eingeladen nach Las Vegas zu einem Event, zu einem Turnier.
Freunde, was will ich euch damit sagen? Die Chancen sind gering, logisch. Aber wenn ihr Legends spielt, PvP, wenn ihr denkt, ey, ich hätte Bock drauf, ich könnte das machen, dann versucht das. Es ist eine Chance, es ist eine Chance. Ich glaube, aus Europa werden nur 5 eingeladen, die 5 Besten aus Europa. Aber wenn ihr euch sagt, hey, soll ich mitmachen oder nicht, macht einfach mit. Wenn ihr denkt, ihr könnt Legends spielen oder ihr habt Spaß am PvP, wenn ihr dem Versuch einen Versuch geben wollt, dann lasst es nicht bei einem Versuch geben, sondern macht es. Macht es, versucht eure Chance. Wer weiß, wäre doch cool, wenn einer von uns aus Deutschland da dann repräsentiert ist und in LA dann am Turnier mitmacht. Macht mit, Freunde, glaubt mir. Weil ich bin sicher, es gibt sehr viele von euch oder an sich auch in Deutschland, die Legends ernst nehmen und auch gut spielen. Bei mir ist das nichts. Ich bin Rank 1, ich habe letztens nicht gerankt. Aber wie gesagt, falls der eine oder andere noch nicht sicher war, ey, soll ich mitmachen oder nicht, versucht es einfach. Es kostet ja nichts. Macht einfach mit. Was war das? Weißt du, was lustig ist, dass der Greater General nichts gezogen hat, aber wir brauchen at least den GSSR. Ja, GSSR ist doch ein bisschen zu früh für Legends. Oh mein Gott, warte mal. 5 KCC nur, oder? Ich glaube, wir haben nur noch 4. Wir haben nur noch 4 Multis. 3 Multis nur noch. Wie schnell geht denn das? Freunde, das sind einfach wieder 10 Multis gewesen. Ich will nicht zu voreilig sein. Aber mal Boy, wie geht's da? Was hat der für eine Pose? Der kommt so angerannt, zack. Der will Bro, der eine reinhauen. Geil ist auch, wenn er Deckungswechsel macht, dann tut der physische Angriffe blocken. Die haben den richtig geil gemacht. Ah, ich hasse solche Animationen. Ich hasse solche Animationen. Oh, ich liebe solche Animationen. Wenn es ein Sparking ist, dann liebe ich solche Animationen. Nein. Ich war immer gut bei Lens, hatte 3 Streak, aber spiele es nicht. Aber okay, ich mache es. Versucht's, Freunde, versucht's. Morgen PvP im Blazing Hype. Mal schauen, wie das Ganze laufen wird. Absolut und Vegeta, Ella Trunks, alle gut zu sein. Nice! Finde die Raids und Lengths ehrlich gesagt abartig. Es geht eigentlich, wir haben schon vorhin drüber geredet, sind sie ja besser als in Dokkan. Für die Spartan-Charaktere ist 1%. Aber es sind halt nur 5 Spartan-Charaktere. Aber es ist auch noch logisch irgendwo, weil es halt nicht so viele Spartan-Charaktere gibt in Legends an sich. Aber eigentlich rein theoretisch sind die Raids besser. 1% für Spartan-Charaktere. Also jeweils. Aber ja, ich kann das verstehen. Dokkan haben wir die G-SSR. Dokkan an sich sind mehr SSR. Wenn man da so 3, 4, 5 Multis, wirklich Dead Multis hat, dann kommt das einem wirklich schlecht vor. Ja, ja, ich gebe euch recht. Vedato, wenn beim Loading Stream Download steht, dann bekommst du den richtig. Aber nein, ich lade nämlich alles herunter. Und das kommt dann bei mir nicht. Ich lade alles herunter vom Spiel, deswegen kommt bei mir sowas nicht. Monkey, lieben Dank fürs Followen. Kam auch gerade rein. Ich habe die Follows abgestellt, wenn wir hier zusammen, weil das laggt ab und zu. Achter Multi jetzt, oder? Was? Wir haben nur noch 2 Multis. Ein Port, hör auf bitte. Hör auf bitte, Rip God Vegeta, ohne Spaß, ey. Hör auf. Wir haben geil gezogen, so ist nicht. Brolys kamen, Godkus kamen. Ein Sparking. Brolys kamen, Godkus kamen. Aber Broly und Godku waren schon auf 5 Sterne. Das reicht mir total, wenn ein Charakter auf 5 Sterne ist. Jetzt guck mal, jetzt, ich habe gar keinen Hype auf dem Pull. Weil, wenn es wirklich nur die neue Animation ist, dann bitte gib mir Godkus. Also bitte versteht mich nicht falsch, ich beschwere mich nicht und so, ne? Aber ihr kennt es, man will den neuen Charakter. Ich meine, ja, überlegt mal, bei Dokkan jetzt würde ich für Broly haben, ich zieht alles außer Broly. Ja, GG. Da schüttle ich die virtuelle Hand. Die Godkus einfach auf 6 Sterne. Was jetzt, Freunde? 10k Crystals genommen. Zack. Weggeworfen. Vergesst nicht One Last Multi. Habt ihr mir den Hashtag One Last Multi, Freunde? So viel zu nicht ausgehen. Ja, ich habe am Anfang gesagt, ja, ich weiß, wie viel ich reingehen werde und so. GG. Ja, ja, ich weiß, wie viel ich reingehen werde. Nicht mal einen Vegeta gezogen. Ey, Vegeta, hör doch auf, bitte. Bitte. Das ist der letzte Tag mit diesen 99 Crystals. In 11 Stunden ist das Ding weg. Hashtag One Last Multi. Ein bisschen optimistischer sein müssen wir. One Last Multi. Siebter Slot, jetzt Vegeta.
Herrscher, ja, guck mal, das es lädt. Oh nein. Ein langsamer Pot. Darkseid, lieber Quiz verloren. Oh. Ja, ihr habt gesehen, es lag gerade, sorry. JJ Express ebenso, was geht ab? Nein! Oh, ich dachte gerade, es lag. Oh, ein Sparking, aber ich weiß halt nicht, ob daraus Vegeta kommen kann. Ganz ehrlich, ich habe das nicht beobachtet, aber viele in der Community haben gesagt, ey, nur wenn du Trunks Animation hast oder Bardock, dann kommt der neue. Ich weiß halt nicht, ob es die älteren Animationen ausschließt, aber bis jetzt war es halt so. Es wird legit einer der älteren. Es tut Vegeta auf, finde ich. Also zum Glück haben wir kein Pycon gesehen, wirklich. Zum Glück. GG! Das war's, Freunde. Das war's. So schnell sind 10k Crystals weg. Im Endeffekt, wie gesagt, wichtig, Freunde, versteht mich nicht falsch. Ich will mich auf jeden Fall nicht beschweren. Wir haben sehr gut gezogen, aber in dem Stand, in dem ich bin, ich wollte einfach nur den neuen Charakter. Die anderen waren auf 5 Sterne total in Ordnung. Nehmt es an, wie ihr mögt, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch dennoch gefallen. Ich wünsche euch mehr Glück. Hoffentlich in den Dailies, die ihr noch raushauen könnt. A one man and one dream. Vegeta is still a dream. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, I'm done. Next time you ain't won't be alright. BOOM! Was ist das? Ah! Wenn man in Legends schreit, Freunde, dann kriegt man Crystals. Das ist das. Also müsste ich schon 1 Million CC bekommen, weil ich 1 Million mal geschrien habe in Legends. Richtig! Du hast den Kostel vergessen. Leider Gottes. Gibt es kein Cosplay. In Legends gibt es kein Cosplay-Luck. Es gibt nur die wahre Verzweiflung. Oder? Vegeta, Sie müssen jetzt gegen Broly kämpfen. Können Sie mal bitte kommen? Kann das Spiel mal ein bisschen laden? Laden Sie das Spiel? Genau, jawohl. Bist Vegeta? Oh my god! Oh my god! Brrr. Fertig! Fertig! Ich sag doch, in Legends muss man schreien und dann bekommt man die Charaktere. Vegeta! Vegeta! Boom! Genau das. Fertig. In Legends muss man einfach nur schreien. Woher wusste ich, dass es Vegeta ist? Freunde, wir haben es, diejenigen, die neu eingeschaltet haben, wir haben es legit heute beobachtet. Wenn man die neuen Animationen bekommt, Trunks oder Bardock, dann ist es der neueste Charakter. Und wirklich, wir hatten zuvor, bei den 11 Multis zuvor, hatten wir immer nur die alte Animation. Und da haben wir nicht Vegeta bekommen. Gerade kam die Bardock-Animation und es kam Vegeta tatsächlich. Am Ende noch. Genau dies.